Herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Auftaktveranstaltung des Welt-Tai-Chi-Qigong-Tages. Heute durchs Programm hat eingeladen, oder werde ich führen, aber eingeladen hat die Bundesvereinigung für Tai-Chi und Qigong. Wir starten heute ein bisschen mit der Vielfalt und mit der Vielfalt der Wolkenhände. Mein Name ist Ute Zahn, ich coache ganz viele Startups, Gründerinnen da und auch große Unternehmen, und ich profitiere total von diesen ganzen von Wissensrepertoire aus dem Tai Chi und Qigong und binde das immer ein. Und ich bin total dankbar, auch wirklich neue Sachen zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch heute wieder einiges für euch und für mich dabei haben. Als allererstes gerne mal die Susanne Heinbach begrüßen. Ja. Hallo, Susanne. Danke. Schönen guten Abend. Jetzt gibt es ja, ich weiß, du bist bei der Bundesvereinigung für Tai Chi und Qigong, die gibt es ja schon fast seit 35 Jahren. Und du bist da auch super aktiv im Vorstand. Was ist denn da so dein Herzensthema, was du vorantreibst? Mein Herzensthema ist Vernetzung, Verbindung, Qualität verbessern. Wir haben ja jetzt neue Ausbildungsleitlinien seit einiger Zeit und da arbeite ich total intensiv mit und bin auch ganz begeistert von unseren neuen Themen, die wir in die Ausbildung integrieren. Und heute Abend freue ich mich total, weil dieses Vernetzen und Verbinden heute sehr sichtbar wird. Dadurch, dass wir viele Mitglieder aus dem Netzwerk heute verknüpft haben und gemeinsam etwas machen. Da bringst du mich direkt an eine Frage. Jetzt mal so Bundesvereinigung für Tai Chi und Qigong, und du hast jetzt irgendwie das Netzwerk erwähnt. Und ich glaube, da gibt es immer so ein bisschen Verwirrung. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was eigentlich der Unterschied, oder ist es das Gleiche? Vielleicht kannst du da uns kurz noch ein paar Worte zu sagen. Es ist das Gleiche. Das Netzwerk wurde vor rund 34 Jahren im Norden von Deutschland gegründet, mit dem Ziel, gemeinsam etwas zu machen, voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Und dieses Ziel, diese Basis ist immer noch unser eigens, deswegen tragen wir den Namen weiter, obwohl vor vielen Jahren die Mitgliederversammlung einen neuen Namen gewählt hat, Bundesvereinigung, weil auch das Netzwerk längst bundesweit ein Fachverband geworden ist. Und deswegen ist es diese Doppelnennung, weil wir quasi aus der Historie heraus die Basis mittragen, die alten Ziele mittragen möchten. Okay, vielen Dank. Also das ist, glaube ich, mal richtig erhellend. Jetzt kommen wir ein bisschen mal so auf unser Thema heute. Wir haben ja so vier Dozentinnen, und vier Dozentinnen heißt natürlich auch viele Ideen. Und wie seid ihr denn auf das Thema Wolkenhände gekommen, und was ist so ein bisschen so der rote Faden, der sich heute so durchzieht durch das Programm? Ja, das erkläre ich gerne. Als erstes war die Idee, die Tai Chi und Qigong-Systeme, Methoden mal anders zu erklären. Häufig erlebe ich es so, dass man Tai Chi und Qigong erklären möchte. Dann nimmt man verschiedene Übungen und erklärt, in dieser einen Übung ist jener Aspekt, in der anderen Übung ist dieses, was man da besonders trainiert. Und heute wollen wir es mal andersrum machen. Wir haben uns eine Übung ausgesucht, an der immer gleichen Übung wir ganz viele verschiedene Aspekte, verschiedene Dimensionen und verschiedene Fokus-Details, die man in dieser Übung trainieren kann. Das wollen wir heute präsentieren. Und Wolkenhände eignen sich besonders gut daran, weil sie in beiden Systemen in vielfältigster Weise geübt werden. Und das geht natürlich am besten, wenn man sich dazu auch noch verschiedene Dozentinnen ins Boot holt. Okay, super. Vielleicht noch ein Satz vorneweg. Wo finden wir dich denn, wenn die Zuschauer gerne bei dir vorbeikommen würden und mal an deinem Unterricht teilnehmen wollen? Ich wohne und unterrichte in Usingen, das ist im Taunus, mitten in Hessen. Dort mache ich meine regelmäßigen Wochenkurse. Schwerpunktthemen unterrichte ich auch überregional. Da findet man mich zum Beispiel in unserer bildungseigenen Chillin Akademie. Gerade im Moment sind keine neuen Kurse im Programm, aber das wird sich bald ändern. Also wenn Interesse besteht, schaut dort nach oder schreibt eine Mail, dann kann ich baldmöglichst darauf reagieren.
Okay, vielen Dank. Also wir werden ja gleich mal so starten mit deiner Runde. Vielleicht für alle, die jetzt gleich mitmachen und ihr seid herzlich dazu eingeladen. Wenn ihr irgendwie feststellt, dass es halt irgendwie nicht geht, ne, macht es nur wirklich so, dass ihr halt irgendwie also euch wohlfühlt und Spaß dabei habt. Also passt ein bisschen auf euch auf. Und dann würde ich einfach mal sagen, los geht's. Schön, dass du da bist und Lust auf Bewegung hast. Und damit fangen wir auch gleich an. Steh auf oder setz dich auf einen Hocker mit Bewegungsfreiheit und wir beginnen mit etwas, was dein Körper kann: Räkeln und Strecken. Dehn dich, räkel dich, atme aus, beweg die Körperteile, die du heute noch nicht bewegt hast, komm etwas mit dir in Kontakt. Schau, wo Schulter, Ellenbogen und Ferse ist. Und komm so etwas im Hier und Jetzt an, damit wir schön üben kommen können. Komm langsam wieder zurück. Oben in der Ecke siehst du die Wolkenhände, so wie sie aussehen könnten und worauf ich heute hinziele. Bei vielen Schülern, neuen, aber auch Langjährigen, habe ich immer wieder entdeckt, dass die Knie sich ungünstig bewegen, dass sie sich sogar manchmal verdrehen und das natürlich ungut für die Kniegelenke ist. Deswegen habe ich Übungen entwickelt, um die Beinstabilität separat zu trainieren. Und darum geht es heute in der Lektion. Wir werden oder ich werde euch Übungen zeigen, ihr werdet sie mitüben, wo man die Fußsohle mit dem Beckenboden verbindet, so dass du für dich selber eine gute individuelle Beinstruktur erarbeiten kannst oder dir eine neue Bewegungsqualität in deinen Übungen, nicht nur in den Wolkenhänden, erreichen kannst. Gut, lasst uns beginnen und zwar mit der Fußsohle, dem Fundament des Körpers. Die Fußsohle oder der Fuß hat einen bestimmten Aufbau, ein Quer- und ein Längsgewölbe, und dieses Gewölbe dient dazu, die ganze Zeit unser Gewicht zu tragen. Füße im Verhältnis zum Körper sind relativ klein und können dennoch mit der perfekten, ausgeklügelten Bauweise ein großes Gewicht tragen. Um diese Fußsohle geht es, wie gesagt. Dazu ziehe ich meine Schuhe aus. Du kannst das Gleiche tun oder auch in Schuhen üben. Und ich zoome auch etwas ran, damit du es besser sehen kannst. Okay, ich denke, so kannst du es gut sehen. Du kannst, wie gesagt, im Sitzen oder sogar im Stehen üben. Du musst den Fuß also nicht auf einen Hocker stellen. Ich mache es, um es zu verdeutlichen. Es geht darum, das kannst du an meinen verlängerten Zeigefinger sehen, den Ballen Richtung Ferse zu bewegen, den Fuß zu aktivieren, das Fußgewölbe aufzubauen. Trainiere, übe es einige Male mit dem Ziel, dass der Mittelfußbereich nach oben kommt und die Fußsohle sich hebt. Vielleicht kannst du es gut hier erkennen, dass die Unterlage sich etwas abhebt und dass es sich wieder abflacht, wenn ich den Fuß gerade oder locker lasse. Fuß aktivieren, ranziehen, Fuß locker lassen. In den Bildern ist ein Männerfuß und ein Frauenfuß abgebildet. Da kannst du es auch noch mal deutlich sehen, was es für einen Unterschied macht, wenn man das Fußgewölbe auf diese Weise aktiviert. Ballen ranziehen und lösen. Übt es nicht zu häufig, das ist eine große Muskelkatergefahr. Und es dauert auch etwas, bis der Kopf bis zum Fuß die Verbindung hergestellt hat. Das gelingt nicht auf Anhieb, wenn du es nicht gewohnt bist. Du kannst jetzt den anderen Fuß üben.
während ich mir wieder den Schuh anziehe und die Kamera zurückzoome. Gut. Den Stuhl habe ich zur Seite gebracht, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und du könntest jetzt entweder barfuß, besockt oder mit Schuhen deine Füße dicht stellen und das Ganze mal mit beiden Füßen probieren. Beide Fußsohle aktivieren, hochziehen, gerne auch mit Zehenkrallen und wieder lösen. Fußsohle hochziehen und wieder lösen. Schau mal mit den Augen und beobachte als Kontrollstation nicht, um es aktiv zu machen, dass wenn du das tust, deine Knöchel sich voneinander entfernen und wenn du locker lässt, sie wahrscheinlich wieder ein wenig sich annähern, vielleicht sogar berühren. Fußsohle aktivieren und wieder lösen. Über diese Kontrollstation kannst du sehen, dass diese Aktivierung über den Fuß einen Effekt hat und je deutlicher die Fußsohle nach unten abgeneigt und du sie hochziehen kannst, desto deutlicher siehst du das an den Fußsohlen, dass sie an den Knöcheln, dass sie einen Abstand bekommen. Gut, die nächste Station als Hilfestation oder Verstärkungsaktion sind die Knie. Dazu möchte ich, dass du deine Handflächen auf die Kniescheiben legst. Das kennst du. Du kannst die Füße breiter stellen oder schmal lassen. Und schau mal, ob du deine Kniescheiben ansteuern kannst. Das heißt, bewusst hochziehen und wieder lösen. Hochziehen und wieder lösen. Auch das ist am Anfang nicht so trivial und du kannst es dir verstärken in den nächsten Tagen mit einem Ball. Legst den Ball zwischen deine Beine, Knie, Oberschenkel, die Füße in einem angenehmen Maß zusammenführen und dann Kniescheibe hochziehen und wieder lösen. Kniescheibe hochziehen und wieder lösen. Der Druck mit Ball oder einem Kissen, einem sanften kleinen, hilft dir, die Ansteuerung zu erreichen. Da wir jetzt keinen Ball parat haben, nehmen wir uns das, was wir da haben, unsere Hände. Das heißt, leg sie am Oberbein so an, dass sie noch das Knie erreichen. Gerne die Füße zusammen oder etwas Abstand. Und du ziehst die Kniescheibe hoch und hilfst mit den Händen und ziehst diese etwas hoch. Kniescheibe hochziehen und Hände als Unterstützung mit hochziehen, damit du es besser, leichter ansteuern kannst. Dass du weißt, welche Muskelgruppen bewegen da, wie kann ich das erreichen. Okay, löse die Hände auf, stell dich gerade und schau mal, ob es geht ohne Hände, ohne Hilfsmittel. Und wieder lösen. Hochziehen und wieder lösen. Gut. Als nächste richtige Station, als Ebene, Sehnenplatten, Muskelebene, kommen wir zur Hüfte und dem Beckenboden. Und ich hatte ja versprochen, wir wollen beides miteinander verbinden, Fußsohle, Beckenboden. Das heißt, du aktivierst jetzt die Füße, ziehst die Knie an, legst Fühlfinger in Richtung Schambein sanft an und schaust mal, ob du unter deinen Fingern spüren kannst, dass sich da etwas tut. Falls sich nicht direkt was Spürbares tut, hab noch die Idee, dass du deine Schambeinknochenlinie nach oben ziehst. Dafür brauchst du den tiefen Bauchmuskel. Mach es nicht so deutlich, dass das passiert, das ist nicht nötig, sondern eher viel kleiner. Schambeinlinie hochziehen als dritten Punkt. Fußsohle, Kniescheibe, Schambeinlinie. Gut, dann mach es ein wenig kleiner, sanfter, nur noch mit einem Hauch von Idee und schau mal, ob du es erreichen kannst. Wunderbar, gut. Falls du die Füße geschlossen hast, stell sie jetzt auseinander, kreis sie etwas, beweg sie etwas, entspann sie wieder. Ich denke, diese Verbindung ist eine lohnende Arbeit,
damit, wenn sie vorhanden ist, du sie einfach benutzen, das heißt ansteuern kannst, so dass sie dann da ist. Als nächstes kommen wir dazu, einen Test zu machen. Vorher möchte ich noch etwas sagen. Es ist mir bewusst, dass es viel zu schnell geht, aber du hast die Möglichkeit, in den nächsten Tagen das Video anzugucken, den Pauseknopf zu drücken und du so viel Zeit zu nehmen, zum Fühlen und Erarbeiten, wie du brauchst. Gut, kommen wir zum nächsten, zum Test. Mit der Idee zu üben, zu erfahren, dass du über die Fußsohle auch deine Knie gut dirigieren und ansteuern kannst. Dazu nehmen wir einen Breitenstand, einen sogenannten Reiterstand ein und setz dich einmal nach unten in die Mitte, guck, ob die Dosis stimmt und dann kommst du wieder hoch. Deine nächste Aufgabe besteht darin, die Fußsohle zu aktivieren und mit dieser Idee dich nach unten ziehen zu lassen und während du das tust, spannst du deinen Beckenboden an. Das heißt, je weiter du runter gehst, desto fester geht der Beckenboden an als gymnastische Übung, damit die Linie kräftig und deutlich für dich und deinen Körper wird. Gut, noch einmal. Komm wieder nach oben, beweg die Beine wieder locker. Und dann kommen wir zum nächsten. Das war nur eine kleine Aktivierung oder kleine Aktivierungsidee. Jetzt möchte ich, dass wir den Test machen, von dem ich sprach. Das heißt, du setzt dich wieder in den Breitenstand und bewegst dich so, wie du es kennst, wie du es normalerweise machst und schaust in meinem Falle jetzt mit dem Bauchnabel in die linke Richtung und kommst wieder zurück. Einfach drehen, gibt es diese Anweisung, gibt es in vielen Übungen, dass du im Reiterstand deinen Oberkörper, deinen Rumpf drehst. Beobachte dabei, was dein rechtes Bein, sprich Knie, macht. Macht es vielleicht so eine Bewegung, die mitgeht, oder bleibt es auf der Stelle stehen? Schau mal das andere Bein an. Was macht das? Bleibt es auf der Stelle stehen, oder hat es die Tendenz, sich mitzudrehen in die Richtung, wo dein Bauchnabel dann Rumpf hingeht? Gut, jetzt verändern wir das. Beweg immer zwischendrin wieder deine Beine. Das ist keine zu starke Aktivierung oder Muskelkrampfgefahr gibt. Du setzt dich bitte wieder rein, aktivierst diesmal dein rechtes Bein, Fußsohle, gerne auch ein bisschen Kniescheibe anziehen, sodass du das Gefühl hast, die Beinmuskeln sind aktiv und drehst dein Bauchnabel in die linke Richtung. Komm wieder zurück. Mach es gerne noch ein, zweimal und beobachte, was das Bein tut, was das Knie tut. Gerne auch mit den Augen. Schön. Wenn du jetzt sagst, ich habe das Gefühl, dass sich mein Knie sogar zur rechten Seite dreht, weg von mir, dann ist das wunderbar. Dann hast du schon die Beinspirale aktiviert. Das kannst du jetzt in dem Bild oben sehen, was ich damit meine. Zwei Muskelketten, die sich um die Beine herum bewegen und die quasi das Bein in der Richtung halten, wenn du deine Fußsohle nach oben ziehst, wenn du diese Linie aktiv hast. Okay, mach das Ganze nochmal auf der linken Seite. Reinsetzen, linke Fußsohle hochziehen und das Knie beobachten, während du den Rumpf drehst. Sehr schön. Gut. Komm wieder nach oben und wieder mit den Füßen dicht zum Ausbewegen, zum Entspannen. Okay, das so viel dazu. Und dann möchte ich euch jetzt noch eine Verbindung über die rückwärtige Linie zeigen. Das heißt, du darfst noch einmal in den Reiterstand. Und diesmal nehme ich das Wort Reiterstand mal ernst. Das heißt, setz dich wirklich auf ein Pferd, gib das Gewicht von deinem Oberkörper ab und zusätzlich steh mit den Füßen in einem Steigbügel.
Der Steigflügel ist vor der Ferse in deinem Mittelfußbereich, vielleicht eher knapp vor der Ferse und hilft dir, das Fußgewölbe nach oben zu drücken. Du musst es jetzt gar nicht mehr so viel aktiv halten, sondern die Idee, der Steigbügel hilft dir, das Fußgewölbe nach oben zu drücken. Komm nochmal nach oben, beweg die Beine und mach es nochmal. Setz dich mit deinem Rumpf auf das Pferd, gib Gewicht ab, seufze gerne etwas, dass auch die Schultern sich auf den Sattel ablegen und steig in die Steigbügel. Steh in den Steigbügel, aktiviere dir mental den Druck von unten dagegen und fühle, beachte, erobere dir diese Aufrichtung. Über den Steigbügel steigen. Wunderbar. Bedien dich nochmal dem Bild des Reiterstands. Mach das mit dem Steigbügel und dem, ja, mach das mit dem Steigbügel nicht ganz so intensiv, sondern beobachte jetzt eher deine Sitzbeine. Die Sitzbeine sind ungefähr auf dieser Linie hinten. Du kannst sie mit den Fingern fühlen, in dieser Stellung nicht ganz so gut, aber auf einem Hocker, wie ich eben hatte, sitzend, kann man sie gut spüren. Deine Aufgabe ist nun, diese Sitzbeine, die in der Regel relativ gerade nach unten schauen, etwas zueinander zu führen, als wenn sie sich anschauen und sich schielend in die Richtung der Fersen begeben. Die Sitzbeine schauen sich an oder schielen sogar Richtung Ferse. Und schau mal, was das mit deiner Idee von Reiterstand, von Sitzen im Sattel, vielleicht von einem Bewegungsgefühl in deinem Becken aktiviert und was es mit deinem Stand, mit dem Bogenstand und mit der Aufrichtung macht. Komm nochmal nach oben. Beweg deine Beine, damit du das wieder durcheinander machst, was du dir erarbeitet hast. Und beginne noch einmal. Variiere mit den Füßen. Du musst nicht sehr breit stehen. Das mit den Sitzbeinen geht natürlich auch im schmalen Stand. Aber im Breiten ist es wahrscheinlich für eine neue Idee einfacher zu spüren. Reinsetzen, Sitzbeine schielen und wieder etwas steigen und auflösen. Gut, jetzt haben wir schon sehr viele Ideen für die Beine, die natürlich einzeln geübt und in den Körper eingebaut werden müssen. Und die Idee mit den Sitzbeinen, denke ich, kann eine sehr schöne energetische Linie werden, vor allen Dingen bei Übungen, wo man den Dampfpunkt ansprechen muss und möchte. Okay, dann kommen wir dazu, die Arme zu bewegen. Wenn wir uns jetzt schon so einen schönen, stabilen Unterbau bearbeitet haben, nehmen wir uns jetzt die Arme vor. Die Arme in den Wolkenhänden machen kaum etwas. Sie steigen und sinken wie ein Paternoster. Wenn eine nach unten gleitet, gleitet eine nach oben. Ich übe es gerne so, dass ich die obere auf eine Wolke ablege, so dass ich nichts tun muss für diese, aber für die untere brauche ich eine Idee. Vielleicht suchst du dir wieder einen kleinen breiten Stand, nicht so einen ganz breiten, und bedienst dich wieder den Steigbügeln. Stell dich in die Steigbügel, um und um den unteren Arm nach oben zu bekommen, steigst du in die Steigbügel, wirst etwas leichter und der Arm kann leicht nach oben. Oberer Arm auf die Wolke, du setzt dich in deinen Sattel und steigst wieder in die Steigbügel. Komm wieder nach oben und nach unten. Sinken und steigen über den Steigbügel, über das Reinsetzen und damit die Hände so mühelos wie möglich bewegen. Wenn das Bild in dir gut funktioniert, musst du keine große anatomische Bewegung machen. Es reicht eine geistige Bewegung, eine starke Intention. Und auch dann dürfte es funktionieren. Wenn nicht gleich am Anfang, dann mit der Zeit. Gut, wunderbar. Wenn du das Bild der Wolkenhände kennst,
Kannst du mit mir in dem breiten Stand üben? Wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du jetzt dabei bleiben, dass die Hände sich eher vor dem Körper bewegen. Es kann sein, dass die ganze Drehaktion dann ein bisschen zu viel für dich wird. Aber ich lade dich ein, mitzumachen, so dass wir jetzt alles verbinden. Begib dich wieder auf dein Pferd, setz dich auf den Sattel, aktiviere die Fußsohle, denk an den Steigbügel. Vielleicht mögen deine Sitzbeine ein bisschen schielen, das richtest du so ein, wie es für dich passt. Und dann lässt du deine Hände vor deinem Körper Rumpf Mitte nach oben gleiten. Die rechte ist unten, die linke ist oben. Dann kannst du mir und meinen Worten folgen. Dreh dich mit deinem Bauchnabel in Richtung linkes Bein. Stell dich in deinen Steigbügel, so dass der rechte Arm nach oben gleiten kann. Dreh dich zur Mitte zurück, setz dich in deinen Sattel zurück, sinke. Dreh dich weiter, denk an die Fußsohle, an die Knie und dann wieder in den Steigbügel steigen und wieder reinsetzen. Nimm so viel Anweisungen, wie du verarbeiten kannst. Drehen, Steigbügel bringt den Arm leicht nach oben. Nichts tun, reinsetzen, loslassen, im Sattel ankommen und wieder steigen. Loslassen, drehen und wieder steigen. Und jetzt erlaube dir ein bisschen weniger zu tun, die Übung zu genießen, den Genussmodus anzustellen, die Bewegung schneller oder langsamer zu machen, so dass du ein wenig neue Ideen einbauen kannst oder alte Ideen auspacken kannst. Komm langsam wieder in der Mitte an. Lass die Hände nach unten sinken. Streck die Beine wieder. Steig von deinem Pferd ab. Komm wieder in einen normalen, angenehmen Stand für dich an. Beweg deine Beine etwas, kreise. Rolle gegengleich ab oder gleichzeitig, so wie du es kannst, um wieder ein bisschen Lockerheit in deine Fußsohle, in deine Beine hineinzubekommen. Schön. Danke, dass du mitgeübt hast. Ich hoffe, es waren für dich interessante Aspekte dabei. Und ich wünsche dir viel Freude beim Erforschen der nächsten Tage. Dankeschön.